Big Order, Episode 9. Ich habe das schon einmal gesagt und ich wiederhole es noch einmal. Diese Serie ist Masochismus der geilsten Sorte. Ebenfalls, ich weiß nicht, in was für einem Video ich es gesagt habe, wann das rauskommen wird, dass nein, nicht AG war derjenige, der das... Die große Zerstörung aufgerufen hat. Deine Schwester war. An dieser Stelle, fuck you, Spoiler. Du kannst noch so viel groß darüber lamentieren, wie gut der Manga war, weil. Das hier ist. Ein Clusterfuck. Okay? Und ich habe es bereits vorher gesagt. Ja, diese Serie versucht geradezu. Ich will nicht unbedingt sagen brachial. Dann wäre wenigstens was Interessantes dabei. Na, aber diese Serie versucht so sehr Evangelion zu sein, dass es geradezu schon einer Klage wahrscheinlich nicht mehr fernbleiben könnte, okay? Das ist eine Frechheit, diese Serie, okay? Ehrlich, wer das anschaut und nicht darüber lachen kann, wie peinlich das Ding ist, ich verstehe das nicht mehr. Wow. Und das ist alles so, wow, shocking. Vor allem, weil es wirklich alles wirklich versuchen in so einer wahnsinnigen großen allgemeinen Knoten. Oh ja, die anderen Priesterinnen, oh, wir haben ein paar davon irgendwie und in der einen Episode bringen sie alle mehr oder weniger so schnell und du bekommst nicht einmal mit, wie die draufgehen. Du siehst auch nur, dass sie draufgegangen sind. Immer noch keinerlei Erklärung für irgendetwas. Du bekommst nicht einmal genau mit, warum überhaupt dieser Rockgott, also das Mädel, das eigentlich sowas von ihren Arzt hat, sowas von nicht reinpasst, weil sie mehr oder weniger aus Iketosen geklaut ist, überhaupt hier mitmacht. Sachen werden wieder mal aufgebracht in Bezug auf, dass dieses Gate, das sie erschaffen wollen, einfach nur mehr oder weniger Multi-Parallel-Universums-Generator ist, wo jeder Wunsch erfüllt wird. So, das kennen wir ja überhaupt noch nicht, oder? Und vor allem, das ganze. Wie man aus so einem Clusterfuck an Bullshit überhaupt noch Sinn machen kann, okay? Und dann ist das Ganze noch so als, wow, schau wie schlau wir sind. Oh, der Reveal, das ist AGs Schwester war, die große Zerstörung auf. Das war rauszusehen von Anfang an. Das war nicht einmal ein Twist. Plus wieder mal Age zusammen mit unserem kleinen Bunny Girl hier wieder mal auf Hardcore Fanservice, einfach nur um den Zuschauer irgendwas zu bieten, das ihn irgendwie an der Stange halten soll. Ehrlich. Weil wirklich viel mehr außerhalb eben den Scheiß, den du sowieso schon gewusst hast. Wenn du wirklich jetzt überrascht warst, nach der Aufklärung. Ehrlich, da kann man niemandem mehr helfen. Das ist jemand, das Vertragte zwischen der Adaption eines Animes von einem Manga. Im Manga, auch wenn du Bildmaterial hast, okay, wenn Löcher da sind, hast du immer noch deinen Verstand. Das Gehirn füllt Löcher, okay, dreht Sachen, die nicht erwähnt oder nicht gezeigt werden, was sie aber im Anime zeigen müssen, um eine Storyline zu erzählen. Du musst Löcher füllen, um einen
um eine Storyline zu haben, okay? Um von Punkt A zu Punkt B, was sie in der Serie sowieso nicht wirklich schaffen, weil du hast wirklich diese brachialen Schnitte von A nach B. Diese Episode zwar nicht unbedingt so, aber vorher hatten wir ja schon, wo du wirklich von A nach B springst, ohne irgendeinen Punkt. Im Manga macht das Sinn, weil da füllt der Verstand das auf, was dir nicht gezeigt wird. Darum fallen solche Fehler nicht auf. Okay? Da du im Anime Sachen füllen musst mit dem Material, das dir nicht gezeigt wird, entstehen so viele Logikfehler, die dir vorher nicht aufgefallen, die dir aber trotzdem da waren. Okay? In Bezug eben, dass du, wow, was für ein Reveal. What a Twister! Das Einzige, was man machen könnte, was? Xena war diejenige, die die Welt zerstört hat? Müsste eigentlich irgendwas so quasi wirklich. Auf also. You don't say. Ehrlich, wow. So der Nicolas Cage-Kopf hier so auftauchen müsste normalerweise. Dass sowas überhaupt Erfolg hat, dass sowas sich verkauft. Man, im Manga sehe ich es ein. Das hat sich bei so vielen anderen Serien schon gezeigt. Da fällt es nicht so auf. Hier fällt es so extrem auf. Man muss ehrlich sagen, oh. Aber ich halt durch. Ich halt durch. Es sind doch drei Episoden. Du weißt, wie es enden wird. Die werden hier. Wow. Das Einzige, was die noch am Schluss machen könnten, okay? Wenn sie wirklich, wirklich volle Kanne Evangelions gehen, okay? Wo dann Age mitsteht und alle rundherum klatschen. Wow, wenn das noch kommt, dann sage ich wenigstens, hey! Das ist ein Achievement wert in Bezug auf Epic Fail. Hey, wenigstens stehst du dazu, dass du es total versorgt hast. Wirklich. Yay. Das ist der Horror. Der Horror! Und Leute regen sich über so Sachen auf wie Cabaneri of the Iron Fortress. Das wegen diesen Energiebeams. Nee. Jungs, nee. Lasst es. Lasst es bleiben, okay? Das hier ist Hardcore. Das ist Anime SM. Das ist. Damit kannst du wirklich Leute foltern. Das ist Blödheit, die wehtut. Die wirklich blöd, wirklich, ehrlich. Da müssen Leute schreien irgendwo. Vor lauter Schmerzen, weil das muss wehtun. Das muss wirklich wehtun. Aber hey, hey, jedem das seine. Und da können jetzt noch so viele, oh, elitär, na, hey, es gibt einen Unterschied zwischen etwas, was du nicht kennst, und einfach nur dumm sein, okay? Und wenn du dumm sein für geil findest, okay. Du, jeder hat seinen Fetisch. Oder das hier ist jenseits des Sich-Schämens. Das ist. Sorry. Ne. Oh, aber hey, wenn nicht ich, so ist niemand nicht. Wie gesagt, ein Haufen Leute haben diese Serie schon vorher gedroppt und die sagen, das halte ich jetzt aus. Einfach nur weil. Hey, die Härte habe ich. Ich hab doch Schlimmeres sitzen können, ich kann das auch durchsitzen. Und es ist 1 Uhr morgens und ich kann nicht schlafen, also was macht man? Man quält sich. Mit Shit. Na, das ist eine gute Serie. Und der Inhalt des Thermometers hat gut geschmeckt. Die sitzen alle wie Sloth von den Goonies vom Fernseher. Das ist meine Schokolade. Ah, okay. Wie gesagt, wenn nicht ich, sonst niemand nicht. Oder? Jetzt auf jeden Fall guten Tag, guten Abend. Und oh Mann, es ist eigentlich schon morgen und nicht mehr gute Nacht. Ich sollte eigentlich schlafen, war egal. Keine Ahnung, warum ich wach bin. The Idiot. Ja, das ist meine Art von Blödheit. Ich gehe nicht schlafen, bin am nächsten Tag wieder super ausgeschlafen, wenn ich wieder viel arbeiten muss. Aber ne. In diesem Sinne. Oh. Cheers.